Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute natürlich wieder mit direkt der nächsten Folge von Seven vs. Wild. Wir sind diesmal bei Folge 8 angekommen und wir werden morgen dann quasi, also heute kommt ja auch die neue Folge bei Fritz auf dem Kanal raus. Morgen sind wir dann quasi wieder aktuell um 18 Uhr mit der neuesten Folge. Wie gesagt, nochmal dicke Sorry für die Verspätung, aber ich bin ultra gehypt. Ich freue mich jetzt sehr. Folge 8, ein wenig eine kürzere Folge diesmal, was mir aber auch relativ gelegen kommt. Ich habe nicht allzu viel Zeit, deswegen habe ich leider auch schon, leider Gottes Freunde, das Wichtigste der Folge natürlich übersprungen. Den Sponsor schon. Ist aber Jochen Schweizer gewesen. Shoutouts auch. Ich gönne das Fritz sehr, dass so viele coole Sponsoren mit am Start sind. Bis jetzt hat jeder Sponsor irgendwie gepasst, habe ich gefunden. Auch Jochen Schweizer passt gut, finde ich. Erlebnis, Abenteuer. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen die immer noch. Ich habe es am Ende der letzten Folge angesprochen. Jeder ist noch drinnen. Am ehesten gerade wackelig so ein bisschen. Nova. So schwierige Situation schon. Joris immer mal wieder so ein bisschen und Sabrina auch ein bisschen schwierig. So vom körperlichen Zustand her bei Sascha auch nicht richtig gut gewesen. Die hat sich aber nochmal ein bisschen aus dem Loch rausgekämpft und rausgesungen am Ende. Und am besten sieht es tatsächlich bei Otto aus, würde ich sagen. Dann Fritz und Knossi ungefähr so auf dem selben Level. Eventuell Knossi ein bisschen drunter wegen seiner Verletzung. Also von dem Faktor her, hey, ich habe noch Bock, ich bin da. Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Folge 8. Freunde, los geht's. Oh, hier ist die Animation falsch. Hey, was ist denn da? Der erste Fehler. Der erste Schnittfehler, der mir aufgefallen ist. Tag 3, 13:01. So, Sascha. Jetzt nutze ich mal die Zeit zwischendurch und baue eine ganz einfache Fischfalle. Die allererste Fischfalle. Die allererste Fischreuse, auf die gegangen wird. Krass, das finde ich interessant. Einfach da oben auf, stichst ein paar Mal rein, gibt einen Köder rein. Also ein Köder, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Naja. So, da einfach mal hier aufgeschnitten. Genau, dann kommt jetzt da oben beim Deckel noch eine Schnur rundherum. Kommt noch ein Köder rein und dann kann ich, wenn der Fisch drin ist sozusagen, wenn das so drin liegt, da kommt noch ein Stein rein. Einfach anziehen, dann ist er da unten sozusagen gefangen. Also in der Theorie schmeißt du das Teil ins Wasser, Stein ist drin und sobald ein Fisch dann unten zum Köder schwimmt, ist er hoch. Schnell. Fischfalle nutzen wir dann mal, wenn es Wasser klar ist. Dann kann ich auch den Fisch besser sehen und sozusagen dann besser rausholen. Ja, und jetzt werde ich ein bisschen Kokosnuss essen, wo man richtig schlecht ist, also ich schon wieder. Ich will keine Kokosnüsse mehr essen. Oh nee, bei Sascha. Oh, tut mir echt leid. Das ist schon krass. Ja. Und dann gehe ich weiter auf Tiersuche. Ja, schauen, was wir noch alles so vor der Linse bekommen. Also das Zeitgefühl ist echt krass, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt erst 13 Uhr ist. Ich hätte nach diesem ganzen Regendilemma, das wir hatten, hätte ich gedacht, dass es jetzt schon 15 Uhr ist oder so. 16 Uhr ist vielleicht. Was macht Sascha? Durchfall. Er macht Kacki! Grün, gelb. Was? Was? Grün? 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 Gelb, grün? Grün? Ich find grün schlimmer als gelb sogar noch. Grün! Eieiei. Eieiei. Oh oh. Oh! Und ich dachte, letzte Folge mit Fritz Ekelfuß war schon schwierig. Keine Ahnung und Durchfall. Scheiße. Das heißt, hoher Flüssigkeitsverlust. Ich bin froh, dass jetzt mit draußen ist, in der Hoffnung, dass mir jetzt... Macht er gerade noch weiter Kacker in dem Moment, wo er mit uns redet? Oder ist es einfach nur so lüften kurz? Ich glaube, das war Kackergeräusch. Wir spulen einmal zurück. Ich bin froh, dass jetzt mit draußen ist, in der Hoffnung, dass mir jetzt... Nee. Ja, halt nicht mehr. Ich glaube, das war die Wellen einfach. Oder dass es besser geht. Jetzt rüber, rein ins Wasser. Ja, und natürlich sauber machen. Was mache ich da? Oh mein Gott, Freunde. Auf einer scheiß Insel. Oh, irgendwo. Weiß nicht. Auch draußen. Nirgendwo. Draußen Popo abwischen. Unangenehm. Ey. Also glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Mein Magen ist komplett im Arsch. Also wirklich, mein Magen ist komplett krass. Im Arsch. Sascha echt schlecht die ganze Zeit. Das Wasser war vorher noch klar, bevor seinem Durchfall war. Das müsst ihr mal checken. Jetzt kompletter, ja, ihr wisst schon,
gelb, grün, keine Ahnung, what the fuck. Boah. Boah, mir ist so schlecht wieder. Ja. Krass. Muss trinken. Ja, kann natürlich vom Wasser kommen. Er hat das Wasser natürlich auch nicht gefiltert. Er hat einen Wasserfilter dabei, hat den Filter nicht benutzt. Kann vom Wasser kommen, vergorene Kokosnuss, aber natürlich auch einfach enormer Mangel an Nährstoffen, enormer Mangel an Flüssigkeit. Alles zusammen irgendwie wird jetzt das Resultat davon sein. Der Körper ist natürlich diese Bakterien null gewohnt, die im Wasser sind. Auch die Kokosnuss, wie gesagt, ein, zwei meinte er, hatte er die nicht wirklich gut gerochen haben, hat er trotzdem gegessen. Das kommt alles zusammen, logischerweise, ne? Muss was trinken. Jetzt ist das Wasser da komplett verdreckt. Da kann ich jetzt nichts draus trinken. Und das Meerwasser, da ist direkt schon das Meer. Da geht's uns. Es war echt ein Eigentor. Hätte er seinen Wasserfilter rausgeholt jetzt? Schwierig natürlich, ne? Immer so runter, da entstand das Bächlein, der natürliche Filter. Ja, aber ich habe gleich meine Wasserflasche da unten irgendwo liegen lassen. Wie gesagt, und die hat es wahrscheinlich mit der Flut längst geholt in der Nacht. Ja, jetzt stehe ich da. Nur mit dem Hemd und sonst nichts. Boah, ist mein anderes Outfit überhaupt noch da? Sag nicht, das hat es jetzt weggeschwemmt. Wo habe ich das ausgezogen? Boah, boah. Gott sei Dank, bis daher ist schon gekommen, da ist mein Outfit. Boah, Junge. Das nicht vergessen, das wie schnell ist echt fahrlässig, da, Junge. Raufkommt. Digga. Boah, und wie hoch. Krass. Richtig knapp an meinem Ding. Das wäre es jetzt noch gewesen, ne? Und wir haben ja auch eine Dauerbrille mitbekommen, um ja, die Unterwasserwelt zu erkunden. Heute steht an, so viele Tiere wie möglich zu fotografieren. Ja, da würde ich sagen, starten wir da mal rein. Jetzt haben wir halt leider gerade, also war Flut und jetzt startet die Ebbe. Da geht es also nach unten wieder das Wasser. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied, dass ich wieder an Land schwimmen kann. Boah, das wäre nämlich richtig sick, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Und dann ist vorbei, aus Ende Gelände. So da. Und langsam rein da. Der erste Tauchgang quasi, den wir sehen. Aha. Und runter. Oha, das Wasser hier geht aber klar. Das Wasser geht fit. Krass, das sieht ja echt aus wie diesen National Geographic Dokus, Junge. Vorne war schon ein kleiner Fischi, glaube ich, habe ich gesehen. Nee. Das sieht relativ leer aus da. Irgendwie voll satisfying, angenehm gerade hier, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Jetzt hat Sascha einfach so einen Fisch im Mund und zeigt ihn so. So. Der muss sagen, es hat richtig gut getan, da einfach reinzuspringen und herumzutauchen. Ich habe ein Foto erwischt von Fischen. Ich war jetzt auch sicher eine halbe Stunde oder so auf der Suche, dass das klappt, wie auch immer. Ja, aber nein. Ja, jetzt haben wir es im Kasten. Boah, das war anstrengend. So, ich würde sagen, jetzt dringen wir ein bisschen weiter in den Dschungel ein. Das heißt, ich brauche einen Überlebensstock. Ja. Überlebensstock wichtig. Kann man auch kaufen, bestimmt in diesem BW-Online-Shop von Fritz. Ungefähr so groß sein wie ich. Und ein Spitz vorne natürlich. Für den Fall der Fälle, Krokodil oder Schlange oder was weiß ich, und so ein bisschen zum Freimachen des Weges und damit Tiere wie Schlangen und so weiter sich eben verkriechen können, bevor ich da bin. Ja, genau. Dann bauen wir den mal. Von länger her könnte passen. Mhm. That's what she said, auch. Der biegt sie relativ durch. Keine Ahnung, ob der perfekt ist. Das sieht ein bisschen instabil aus. Ich hätte einen geileren, bei Überlebensstock habe ich an sowas Mächtiges gedacht. An so einen Baumstamm. So, dann gehen wir so. Schauen wir mal, ob wir noch Viech finden. Okay, wir gehen direkt zum König. Wir gehen direkt zum König des Dschungels. Jawohl. Genau, da weiß ich nicht genau, was Knossi damit vorhatte. Ich weiß nicht genau, was er vorhatte damit. Ja. Er wollte einfach nur den Mund schnitzen quasi, um dein Gesicht reinzumachen, okay. Ja, 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 Greedy! Du lachst sogar! Also war es nicht so schlimm! Es war nicht so schlimm, Greedy! Greedy, siehst du? Das ist so wichtig, mentally für ihn. Es war doch gar nicht so schlimm! Oh, geil! Greedy. Wie viel er sich darüber freuen kann, wisst ihr, wie groß die Freude von Knossi gerade ist? Kuss! Wunderbar! Ach, Greenie, wir werden
viel, viel schöne Zeit zusammen haben. Ey, ich würde noch irgendwie hier so links und rechts Löcher reinmachen und so Palmen als Arme oder so reinmachen. Ich würde meinen ganzen Körper bauen. Danach, denk aber, gewöhn dich nicht dran an die Zeit mit mir. Doch, das hier wird unvergesslich sein. Aber du wirst jemand anderem gehören. Greenie, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Jetzt haben wir erstmal noch ein paar schöne Tage zusammen, ne Greenie? Schön. Ja? Jetzt check ich es auch. Okay, das ist der Gegenstand, den er mit nach Hause nehmen möchte für die Verlosung. Das ist ja die Challenge 1 gewesen quasi. Ich sogar. Und ich freue mich auch. Okay, now I get it. Eine meiner GoPros geht nicht mehr an. Oh, ich traue mich jetzt aber keinen Akkuwechsel zu machen, weil ich die Technikbox dann aufmachen muss und es wird, sie könnte nass werden. Aber ich habe meine Hände. Die Hände sehen alle noch so aus. Nie, ne? So gesehen. Oh, nee, das ist schon geisteskrank, Junge. Oh, wow, 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 wow. Noch nie. Krass. Dieses Schwarze und so aufgeweicht. Oh. Boah, Alter. Keine Ahnung. Also die Handschuhe helfen mir auch nicht, weil es weicht ja da durch. Babyhaut. Richtig übel. Die Hand besser ein bisschen. Richtig übel. Das Wetter muss besser werden, sonst bin ich am Arsch. Es ist alles nass. Bitte, mach Sonnenschein. Ich muss meinen Körper trocknen. Meine Kleider trocknen. Ich muss meinen Körper trocknen. Ich bete so für Sonnenschein. Dass man jetzt abhängig ist vom Wetter, ne? Das ist krass eigentlich. Es gibt gerade nichts, über das ich mich mehr freuen würde, als wenn die Sonne rauskommt. Es sind die Kleinigkeiten jetzt, die zählen schon. Ja. Oh, Knossi sieht auch nicht so gut aus. Dass das hart wird. Ihr könnt euch zu Hause alle glücklich schätzen. In trockenen Klamotten zu sein. Weißt du ja nicht. Nicht in nassen Schuhen zu laufen mit einer Wunde. Ja, ja, ey, das ist echt kacke jetzt, ohne Scheiß. Das ist geil zu Hause. Da, ich glaube, da merkt man. Das heißt aber noch nicht, dass ich irgendwie jetzt Schwäche habe. Ich bin einfach nur müde. Ja, brutal. Wenn man, ey, ein so ein Regentag. Ja, ja, der nimmt einen auseinander. Ich glaube, was ich sagen wollte, ich glaube, man merkt auf so einer Insel dann, wie krass es ist, wenn man zu Hause ist, im Warmen, gesund, bla bla bla. Da schätzt man sowas nochmal mehr wert. Ultra hart. Wenn du nicht weißt, wo du später schläfst. Junge. Keine Ahnung, wo ich heute schlafe. Das ist auch das, was Obdachlose immer sagen, was das Schlimmste ist. Ich bin gerade am Arsch. Wirklich am Arsch. Da muss ich sagen, dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden hier, glaube ich. Das muss man sich einfach sagen. Das ist jetzt ein kurzer Moment so. Ja, man muss sich versuchen zu pushen, aber... Vielleicht bis morgen oder übermorgen. Das ist halt leichter gesagt als getan auch. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Die Flut ist allerdings da. Ich glaube, Sonne kommt auch erstmal nicht mehr raus. Ja, immer ist irgendwas. Ja, so ist es. Aber ich muss mich jetzt ausziehen. Meine Hände machen mir große Sorgen. Ja, die Hände bei allen sind echt geisteskrank, auch das, ne? Spreizen tut weh. Ich habe das Gefühl, die sind so aufgeweicht, wenn ich sie auseinanderziehe, dass es reißt. Boah, das muss ein ekliges Gefühl sein. Das kann ich euch sagen. Das ist mir ganz neu. So. Ey, ich zeig's euch einfach, damit ich ein besseres Gefühl habe, aber... Ja. Die Wunde rechts scheint doch der Kratzer dick zu werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Scheiße. Ist auf jeden Fall nicht noch krasser rot geworden, was ich erwartet hätte, und nicht blau zum Glück oder so. Aber ist auf jeden Fall gut angeschwollen. Das sieht man auf jeden Fall, ne? Das auf jeden Fall. Vielleicht muss ich doch das Medikit aufmachen. Ist schon gut angeschwollen. So, ja, oh. Nicht, dass das diese Entzündungen gibt. Das sieht auch so sehr hart aus. Ja, was würdet ihr machen? Kann ja keiner in den Chat schreiben. Nee, ist schwer. Mensch. Für solche Momente sind wir doch da. Was ist denn das für ein wunderschönes Bild schon wieder? Ach, Knossi. Ey.
Für sowas gucke ich das hier. Für sowas gucke ich das hier doch. Da liegt ein Mann am Palmenstrand. Ich finde es so schön, dass sie diese Musik auch benutzt Sein haben hier. Bart ist voller Sand. Robinson Crusoe. Ach, klasse, Mann. Sonne scheint auf seinen Pinsel. Ich glaube, er hat sich gefreut, als er gehört hat, welche Musik dafür benutzt wurde. Weil das ist ja das Album, was er immer gesungen hat schon. Er hat immer dieses Album gesungen hier auf der Insel. Er lebt wie Gott ihn schuf. Ohne Seife ist Mensch und ich glaube, Knossi enjoyt das richtig gerade, da so zu sitzen. Kurz Kraft holen. Hängematte ist da. Alten Schnüre habe ich hier. Die werden nicht reichen. Plan, mein Seven in the Wild Baum mit Tageskennzeichnung und die Palme hier zwischendrin. Keine Ahnung. Mal sehen, ob es klappt. Ich hoffe es so sehr für ihn, Mann. Oh, es sieht gut aus. Jetzt muss es nur halten. Nee, es reißt. Es ist hier nicht fest genug, links. Nee. Das geht da runter. Ja. Oh, nö. Also geht's doch. Er wird gleich runterknallen. Er knallt gleich runter. Oder? Das ist doch gut. Fast auf dem Boden. Ich muss die rechte Seite irgendwie nochmal anders aufhängen. Ja. Das rutscht nicht. Ja einfach runter. Ja. Das ist ja völlig dumm aufgehangen. Aber ich hoffe, es klappt, weil an sich es sah gut aus. Ich muss das einfach verknoten wie ein Geisteskranker. Komm. Ich finde gut, wie Knossi am Ende immer noch so 3 Sekunden in die Kamera guckt. So. Gemeinicke. Bitte keinen Fuß zeigen heute. Bitte heute kein Fuß-Update. Wir haben mittlerweile ja Tag 3. Schätze mal so mittags, nachmittags rum. Und die Prio Essen ist einfach so, wo ich sage, ey komm, ich hab ganz andere Probleme als Essen gerade. Hat Fritz irgendwas gegessen schon? Hat Fritz irgendwas gegessen? Der hat 1-2 Kokosnüsse aufgemacht. Aber nur draus... Hat er überhaupt? Doch, er hat eine aufgemacht auf jeden Fall. Draus getropft so und einen Bambus hat er aufgemacht. Wie es den anderen geht, ob die schon sagen, ah, ich hab Hunger, Appetit, hier was zu essen. Ja, ich habe auch Hunger und ja, mein Magen knurrt auch, aber irgendwie habe ich so viel zu tun, dass ich gar nicht weiter darüber nachdenken kann, was das Thema Essen ist. Das ist wichtig. Immer was machen. Da ist einfach so Baby-Kokosnüsse dran auch. Ei. Ich bin jetzt wieder am höchsten Punkt der Flut. Ihr seht's. Mein Lager ist wirklich nur noch hier. Man weiß mittlerweile nicht, ist das Wasser oder ist das doch mittlerweile Urin? Ja, dieser Streifen. Fritz würde es so oder so trinken, glaube ich. Und kaum im Lager zurück, wie der Sand fliegen mögen oder wie die Viecher. Da hätte ich am wenigsten Bock drauf. Ich weiß, ihr hört den ganzen Tag nur das Gleiche. Ich würde den ganzen Tag mein T-Shirt über den Dings ziehen. Die nächsten 4 rein. Hm. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, schauen wir mal, was wird. Gib mir noch weniger Platz. Ich hab doch nur schon einen Meter. Ich wäre wieder krass. Hier hat's jetzt Treibholz. Meine kleine Bank weggeschwemmt. Ach, was war deine Bank? Die immer da vorne war, wo ich meine Kokosnüsse ready gemacht habe. Ja, okay, dann bist du jetzt halt hier. Jedenfalls sieht das Ganze unten drunter jetzt schon richtig. Fritz auch wieder halbes Ikea-Dach gebaut. Sag mir, was du willst, Digga. Hier wieder verflochten, verknotet, bla bla bla. Digga, Fritz macht da einfach Hotel. Sieht richtig gut aus. Sieht ehrlich gut aus. Und ich würde behaupten, hier ist es jetzt auch schon auf jeden Fall dicht. Die ersten 20 cm. Und ja, ich glaube, so ungefähr die Hälfte habe ich. So sieht das übrigens von oben aus. Wow. Sieht ehrlich gut aus. Und ja, ich würde es normalerweise viel, viel steiler machen. Also der Winkel ist meiner Meinung nach nicht ganz passend. Muss ich ihn abschneiden hier. Es geht gerade so. Ich glaube 45 Grad wären besser gewesen. Aber ja, alles ein bisschen improvisiert. Ich guck mal, ob es funktioniert, wenn alles drauf ist. Ansonsten kommt da irgendwie eine Verlängerung ran. Dann wird es nochmal steiler gemacht und dann kommen noch mehr Blätter drauf. Nicht so viel kaputt denken, einfach machen und ausprobieren. Das sieht so entspannt aus bei Fritz teilweise, ne? Ehrlich.
Ehrlich, das sieht aus wie so Urlaubsvideos von Bali teilweise. Ich glaube, hier drüben jetzt eine Stelle. Und teilweise auch wieder nicht. Oh. Was hat er denn da gemacht? Die von ist diesen, auf jeden Fall von diesen Flöhen richtig oder, am Brennen. Oder Fliegen oder was das war. Sieht so aufgescheuert. Auf jeden Fall irgendwie entzündet. So ein Ausschlag eher sieht das aus. Auch da. Oben auch. Ist so ein Ausschlag. Sieht für mich aus wie so eine allergische Reaktion auf irgendwas. Auf jeden Fall. Weiß es nicht. Oder so ein Stich. Aber eher Ausschlag. Aber das ist das erste Ding, was wirklich Schmerzen... Oh. Da vielleicht eine Ladung Schlamm raufhauen? Oder irgendwas hebe. Weiß nicht, bisschen Schlamm raufhauen? Brennt's. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich den Schmerz wegignoriere, was ja die einzige Variante ist, die man machen kann, dass das sich noch öffnet. Also das ist dann quasi... Oh nein. Ja. So eine... Wunde offene wird. Fleischwunde, ne, wie nennt man das denn? Ne? Dass die Stelle halt so aneinander reibt, dass dann irgendwann die Hautschicht weggeht und dann ist es halt so eine... Schürfwunde. It's a Schürfwunde, man. So eine nasse, eitrige... Oh, nee, okay, Wunde. Fritz! Aber noch, also so schlimm sieht's gar nicht aus, ne, aber... Ne, es sieht halt echt aus wie so Ausschlag. Ausschlag, allergische Reaktion oder halt, als ob es so hardcore gescheuert hat einfach da. Man merkt's auf jeden Fall schon sehr gut. Ich muss sagen, mental... habe ich heute gar keine Probleme. Ich hatte ja gestern diesen einen Downer. Gab es heute überhaupt nicht. Ich hatte die ganze Zeit was zu tun. Und das Ding ist, das Lager steht und jetzt kann ich es ein bisschen upgraden. Ich glaube, gestern war halt echt so ein Punkt, wo noch nicht viel funktioniert hat. Und hier schlafe ich jetzt geil erhöht. Die Konstruktion hält. Das Dach wird auf jeden Fall heute auch noch fertig. Das heißt, ich habe gute Fortschritte gemacht. Also wirklich Lager von Fritz finde ich sehr, 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 sehr stark. Ganz ehrlich. Wie gesagt, das Thema Feuer, das glaube ich wird nichts. Vor allem selbst wenn, wo soll ich denn das wo jetzt soll's hin? Ja. Ich habe gar keinen Platz. No chance für ein Feuer. Ich lebe bei Flut. Gerade so. Auf einem 1 Meter breiten Küstenstreifen. Das ist mein Leben. Abgeschnitten, hinten ist dicht und da vorne ist dicht. Da komme ich auch nicht weiter. Und von da bis da sind es ungefähr 30 Meter. Ich lebe bei Flut auf einem Stück, 1 Meter breit, 30 Meter lang. Aber gut. Ja, jetzt ist es raus. Was soll ich sagen? Habe ich mir auch selbst ausgesucht. Ich hätte ja auch in den Dschungel gehen können. Aber ich will auch das Wasser. Das Wasser ist ein schönes Element, ne? Es kommt teilweise sehr nah, Junge. Wirklich klasse. Es kommt sehr nah. Wirklich. Oh, bei Nova. Nova! Ich werde es so machen, dass wenn morgen meine mentale Gesundheit oder einfach wenn morgen meine mentale Kapazität immer noch so schlecht ist. Dann geht's hier raus. Und ich wirklich am Verzweifeln bin. Also dann geht's hier raus. Das ist, dass ich fast schon, also dass ich Panikanfälle kriege und sowas. Dann drücke ich morgen den Knopf. Ja. Ja. Aber ich hoffe es natürlich, dass morgen alles besser sein wird und dass heute vielleicht einfach der schlimmste Tag ist. Aber verständlich. So, ich glaube, heute ist wirklich einfach der schlimmste Tag. Aber ich finde super gut, dass sie dann sagt, okay, ich mach's morgen erst. Dass sie sich noch so einen Tag Zeit gibt und sagt, okay, ich kämpfe mich heute durch, beiß mich durch des Todes. Und wenn es morgen immer noch so kacke ist, dann drücke ich halt morgen. Ich werde jetzt, wie gesagt, mich hier hinlegen. Bei Nova sieht es echt nicht gut aus, Mann. Ich versuche ein bisschen zu pennen. Man hört es auch in der Stimme und so. Ich hab ja übel den Ausschlag. Ey, krass, hat sie auch. Aber der sieht ganz anders aus als der bei Fritz. Vielleicht ist es so ein Vorstadium. Bei ihr sieht das aus wie viele kleine Bisse oder Stiche. Und bei Fritz war es so eine scheuernde Stelle. Aber vielleicht wird das noch wie bei Fritz. Das sieht slightly ähnlich aus, aber ein bisschen weniger noch. Krass. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sehr, sehr... ungeil. Ja. Juckt wahrscheinlich auch alles. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Oh nein. Oh shit. Es ist nicht das Draußensein oder klar, ich bin komplett nass die ganze Zeit und ich kriege irgendwie Ausschlag und sowas. Bei ihr ist Familie, Freunde. Das ist eine Sache. Sozialer Kontakt. So. Das ist ihr Ding. Zu Hause. Das ist nicht schlimm, weil ich weiß, es geht vorbei. Aber womit ich nicht leben kann, ist die Isolation. Das bricht mich mental so krass. Krass, ja.
Ich weiß nicht, was ich machen soll. Krass, man merkt, das ist echt so Panikanfälle, die sie hat. Ich habe so viel Respekt vor den Teilnehmern der ersten Staffel. Ich kann da halt selber leider nichts für. Ich habe es auch nicht erwartet, also ich hätte gedacht... Sie braucht sich gar nicht zu entschuldigen. ...die mehr stören. Aber es ist krass. Die Isolation. Ich werde jetzt diese Nacht noch überstehen. Das finde ich so stark, Junge, hä? Dass sie da echt noch sagt, oha, die, also, dass sie sich jetzt noch so durchkämpft. Und weil es war echt schon so diese Panikatmung von ihr und so, dass sie jetzt noch echt durchhält quasi. Schauen, wie es mir morgen geht. Das finde ich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Das zeigt von ihrer Stärke auf jeden Fall. Ja. Crazy. Ich weiß nicht, ob ich das packen kann. Und ich weiß auch nicht, wie das den anderen Teilnehmern geht. So, ist es für die super chillig gerade? Also bin ich die Einzige, die so Probleme damit hat, also die so ein sozialer Mensch ist? Ich glaube, der Isolation ist sie bis jetzt wirklich die Einzige. Also Knossi hat das ein, zwei Mal angesprochen mit seiner Frau, also mit seiner Freundin, er nennt sie immer Frau, dass er sich freut, sie wiederzusehen, etc. Aber sonst hat es kein, wir haben zumindest nicht gesehen. Kann sein, dass sie das nicht gefilmt haben oder nicht reingeschnitten haben, aber wir haben nicht gesehen, wie es den anderen damit geht bis jetzt. Dass ich so extrovertiert bin, also ich bin halt null introvertiert, so ich bin eigentlich nie alleine und mag es auch nicht wirklich alleine zu sein. Ja, und das ist gerade so krass, irgendwie sich vorzustellen, dass es den anderen halt irgendwie so, die denken sich so, ja. Also dann ist auf jeden Fall für sie cool. Natürlich krass. Ey, alles fresh. Und wenn es morgen noch so ist, dann hau ich rein. Also weil die Scheiß kann sich halt keiner geben. Tut mir auch mega leid an alle, ey, sorry. Sie braucht sich halt gar nichts zu entschuldigen. Ich hab's gar nichts. I tried my best. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ja, safe. Ich versuche zu schlafen jetzt oder zu ruhen, was auch immer. Was soll ich denn sonst machen, ey? Also sie braucht sich echt nicht zu entschuldigen. Ich find's krass, dass sie überhaupt noch sagt, ich mache noch einen Tag und gucken, wie es morgen aussieht. Finde ich ganz krass. Es ist halt wirklich krass, dass meine Stimmung so schwankt zwischen... Wow, da ist eine Wahl und... Ich habe kein Feuer gemacht. Urlaub. Spaß, ich mag Jungs gerne. Jetzt. Weil jetzt, in diesem Moment, würde ich am liebsten gerade irgendwo sitzen oder liegen am Strand, in der Sonne, mit Mojito schlürfen. Du kannst alles machen. Und nicht wie jetzt hier. Außer Mojito, gutes Wetter. Bei Regen, düsterner Finsternis und schlechter Laune. Man kann sich nicht alles raussuchen, ne? Weil es mit der Dschungeltour nichts wurde, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, eine Runde schwimmen zu gehen. Ich brauche dieses Foto vom Fisch. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dem Krokodil ein bisschen tanzen zu gehen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal ins Wasser. Dort hinten weiß ich, dass einige Fische sind. Da springen sie die ganze Zeit hoch. Da schwimme ich jetzt hin und hoffe auf ein gutes Foto. Ich hoffe, wir sehen die Fotos am Ende dieser Folge schon. Aber eigentlich, oha, Junge, halber Nemo-Film hier drin. Findet Nemo 4 einfach. Digga, das sind ja 1000 Fische direkt vor seiner Nase auch. Er kann ja einfach einen Tüten hier gefühlt in den Einkaufswagen packen. Okay, ich sehe kein Krokodil, aber meine Brillen sind auch beschlagen. Mal schauen. Ich hoffe einfach, dass keins kommt. Wäre ganz schön. Werden wir merken, ne? Also im Zweifel, Joris, irgendwann wirst du es merken. Challenge erledigt. Gut. Ich habe Fische fotografiert. Geil. Ich hoffe, man kann mir verzeihen, dass ich keine 20, 30, 40 Sekunden unter Wasser war. Denn meine Sicht war wirklich eingeschränkt. Das Wasser ist sehr trüb. Ja, ja. Und ich werde auch gerade von Moskitos gestochen. Deswegen, sorry, wenn ich mich überall kratze. Guck mal, er hat zwar keinen Mojito, aber dafür einen Moskito. Ja, ich hatte immer noch Schiss vom Krokodil. Ich sehe es glücklicherweise auch jetzt in der Ferne nicht. Trotzdem wollte ich kein weiteres Risiko eingehen, habe Fische fotografiert. Ey, Junge, ich wäre gar nicht reingegangen. Ich hätte gesagt, ja, tschüss. Das Krokodil macht mir wirklich mehr Angst, als ich es mir jemals hätte wünschen können. Krass, merkt man gar nicht, finde ich. Es ist crazy. Ich wäre gar nicht ins Wasser gegangen. Genau das, was ich am meisten sehen wollte, macht mir am meisten Angst. Denn ich ging ursprünglich davon aus, dass ich ein Krokodil vielleicht in den Mangrovenwäldern finde. Und mein Shelter 200, 300 Meter entfernt ist. Aber jetzt sehe ich ein Krokodil 30, 40 Meter von meinem Shelter entfernt. Und mein Shelter ist quasi in seinem Revier, direkt am Wasser. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl, dass mein Shelter wahrscheinlich auch bald im Wasser liegt, wenn es weiter so steigt. Ich glaube, ich hätte lieber die Situation so wie er, dass mein Shelter quasi, dass ich sehen kann aufs offene Meer und weiß, okay, aus diesem Meer kommt das Krokodil, wenn es auf mich kommt. Anstatt, dass das Krokodil in den Mangroven ist und aus dem Wald hinter mir kommen könnte, wo ich es nicht genau sehen kann. Dann habe ich es lieber näher dran,
aber sehe es dafür so. Checkt ihr? Weiß Segel. Nicht. Ja, ich versuche mich jetzt wieder zu trocknen, denn mich zerstechen die Moskitos und ich habe nicht mehr viel Zeit, bis es dunkel wird, schätze ich mal. Ich sehe die Sonne nicht. Top. Ja, das wird doch alles. Was ich übrigens extrem merke, also ich habe keinen Hunger, aber meine Gehirnleistung lässt stetig nach. Das heißt, mir fällt es deutlich schwerer, mich richtig zu artikulieren, richtige Sätze zu bilden. Das glaube ich aber auch, Digga. Das kann ich ja auch, wenn ich wenig geschlafen habe oder so. Einfach die richtigen Worte zu finden. Lange wach bin, mein Gehirn funktioniert nicht. Es ist so ein ganz komisches Wirrwarr aus, ich habe diese Wortfindungsstörung und ich habe sie irgendwo zu wenig im Verhältnis dazu, dass ich jetzt schon 3 Tage absolut gar nichts gegessen habe. Und es kommen noch 4 Stück dazu. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich 5 Tage noch aushalten werden, beziehungsweise ich noch 5 Tage aushalten muss, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die allerletzte Challenge sein wird, hey, drück doch noch einen Tag durch, mach doch noch einen Tag. Ah, das meint er, okay. Boah, I don't know, could be actually, wäre eine coole Challenge sogar, ja? Ne, wird schon. Möglich. Wäre komplett verrückt, aber ich kann es den Jungs vom Orga-Team zutrauen. Wäre krass. Ich habe mir mittlerweile ein paar Gedanken gemacht, was ich als Challenge 1, also so, als Gegenstand geil für die Zuschauer, denn so basteln möchte. Mhm. Und ich dachte ursprünglich, die Puppe wäre eine gute Idee. Ich finde die immer noch mega creepy, aber das ist nichts Funktionelles und nicht. Ich hätte die Puppe gefühlt, muss ich sagen. Ich hätte es gefühlt. Das, was ich mir selbst wünschen würde, wenn es so eine Verlosung geben würde. Deswegen würde ich mich, glaube ich, selbst mehr über einen funktionalen Gegenstand freuen. Okay. Und habe mir Gedanken gemacht. Über was würde ich mich persönlich freuen, wenn ich es gewinnen würde? Ein Motorrad. Zum Beispiel in der letzten Staffel. Und eine Sache, die mir da in den Sinn geschossen kam, war tatsächlich eine Wasserflasche. Ah, okay. Eine stinknormale Wasserflasche, aber die Wasserflasche, die ich schon die ganze Zeit benutze. Ich versehe die gerade mit meinem Namen und dem Seven vs. Wild, nicht Logo, sondern Schriftzug. Okay. Und hoffe, dass cool es danach ein bisschen cool aussieht. Ist cool. Werde die noch ein bisschen schmücken. Ich habe da noch ein paar Ideen. Vielleicht wird's gut. Und ja, so oder so, das wäre die Original-Trinkflasche von Seven vs. Wild. Das wäre was, wo ich mich selbst drüber freuen würde. Und ja, ich denke, das ist eine geile Idee. Doch, ist schon Flex. Imagine, du gewinnst diese Flasche und gehst dann mit der Flasche so, keine, also ist halt immer noch eine komische Wodka- oder Gin-Flasche, ist ein bisschen weird so, aber gehst damit so rum, auf irgendwo hin, keine Ahnung, in die Uni, hast deine Flasche da und dann jeder checkt, dass du der Dude bist, der diese Flasche hat. Das ist schon cool eigentlich. Nee, tatsächlich, so was Einfaches, cool. Simples. Ist schon cool. Aber sowas stelle ich mir eher ins Regal als diese hässliche Puppe. Ja, egal, ich wie schön ich beides passier, gefühlt. Die bleibt hässlich. Ah, übrigens, ich habe vorhin herausgefunden, dass es hier tatsächlich Wildschweine gibt, ne? Ja, geil. Daraus mache ich mir noch eine Kette. Das haben wir schon gesehen, also heute im Vorspann. Mittag, als es so gestürmt hat, ging es mir wirklich bescheiden. Aber seitdem es aufgeklärt hat und das Wetter besser ist und ich basteln konnte, ich was Kette zu tun sieht hatte, cool aus. Ging es mir wirklich deutlich besser. Ich habe immer noch keinen Hunger, ich habe keinen Durst, ich habe heute genug getrunken. Meine Reserveflaschen liegen dort, mein normales Trinkwasser liegt dort hinten und eine Kette habe ich auch. Mit der sehe ich so gefährlich aus. Also wenn ich ein Krokodil wäre, ich würde mich jetzt nicht mehr essen wollen. Geil. Ich habe so Bock. Es macht so einen Spaß. Junge, der Typ hat so wirklich die krassesten Stimmungsschwankungen, die ich hier gesehen habe. Und ich habe einige schon gesehen. Nein, es ist ein Up and Down, aber jetzt bin ich ganz oben. Es ist geil. Ganz oben zu sein ist crazy. Wirklich. Es macht einfach Spaß. Ich genieße es gerade. Ich weiß auch nicht, ob Joris vielleicht doch von einer falschen Frucht noch genascht hat eben. Irgendwie noch so eine ganz komische Frucht noch gefunden, davon ein bisschen genascht und dann auf einmal ganz oben. Hier zu sein, ich genieße weiß es. Weiß ich noch nicht. Die Luft zu spüren, das Wetter, die Natur um mich herum ist einfach so geil. Wirklich. Auch wenn ich kein Feuer anbekomme, scheiß drauf. Ich habe ein Shelter, ich habe Trinken, ich habe Essen. Was will ich denn mehr? Ich brauche doch nicht mehr. Ich habe doch alles, was ich will. Und selbst Essen brauche ich nicht. Ich brauche nur ein Shelter und ich brauche Trinken. Und beides habe ich. Zu Genüge jetzt. Easy. Werden easy 7 Tage.
komplett entspannt. Okay. Mal schauen, ob ich das morgen auch noch so sage. Wir werden sehen. Aber jetzt gerade habe ich einfach so Bock, hier zu bleiben. Wirklich geil. Irgendwann werde ich Hunger bekommen. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ja, 7 Tage werde ich durchstehen. Tag 3 ist bald rum. Die Sonne müsste irgendwo da hinten stehen. Ich sehe sie einfach nicht. Heute hatte ich keine wirkliche Stunde kompletten Sonnenschein. Aber an sich, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Mir macht doch irgendwie das Alleinesein gerade absolut noch nichts aus. Ich dachte, an Tag 3, Tag 4 fängt es an, dass ich Leute vermisse. Und klar würde ich jetzt gerne mit meinen Geliebten, mit meinen Freunden Zeit verbringen. Aber ich sag's, wie es ist. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Dort hinten. Digga. Und dann haben wir Nova. Nova, die echt zerbricht daran. Ach man. Die Reiher. Ich muss jetzt kurz ruhig sein. Der Reiher ist gerade 3 Meter an mir vorbeigeflogen, weil er mich nicht gesehen hat. Ich darf mich jetzt nicht groß bewegen und muss die 2. GoPro holen. Ja, da musst du dich aber groß für bewegen, I guess. Er ist hinter mir gelandet. Das wäre meine Möglichkeit, meine Chance, jetzt ein Foto von einem Vogel zu erhaschen. Ganz langsam und leise. Schnell. Ich hoffe echt, die Fotos werden eingeblendet am Ende der Folge, Mann. Weil ich bin super Oh ja, ja, ja. Ein schönes Tier und? Ja, Mashallah. Gut. Ja. Ja. Jawohl. Krass. Man erkennt auf den Bildern, dass es ein Vogel ist. Okay, ja. So. Ich hoffe, ey, ja, so würde ich die mitnehmen, die Flasche, die Dings. Die Flasche wird immer, immer besser. So fühle ich es, muss ich sagen. Ich hoffe wirklich am Ende der Folge, ich will die Fotos sehen. Ich hab Bock. Wir haben den Kopf jetzt oben drauf, wir haben so eine kleine süße Schleife aus okay, genau fühl dem jetzt fühl Seil, sehr. Das ich die ganze Zeit schon für meinen Shelterbau verwende. Also auch da irgendwie so ein persönlicher Bezug zu Seven vs. Wild finde ich geil. Das ist doch was. Krank. Okay, das finde ich cool. Krank. Finde ich sehr cool. Wir sollten ja ein Bild von einem Fisch machen. Jetzt denke ich, eine Möglichkeit gefunden zu haben. Ich glaube, das habe ich eben auch schon dran gedacht. Ich habe es noch nicht gesagt. Was ist denn, wenn da ein toter Fisch liegt? Da ist ein toter Fisch. Bild zählt ja rein theoretisch. Ein perfektes Bild zu machen, um diesen Fisch eventuell sogar noch identifizieren zu können. Ja. Ja. Nämlich ist das ein Der toter hier. Fisch hier ja. am Strand. Zählt. Die gibt es im Wasser zuhauf. Ich würde sagen, es zählt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der von einem Barracuda gejagt wurde, an Land gesprungen ist und nicht mehr zurückkam. Würde ich übrigens nicht mehr essen. Mal ganz abgesehen davon, dass da schon alle Krabben dran sind. Ich würde sagen, es zählt. Ich wünschte, ich hätte jetzt gerade ein Teleobjektiv dabei, denn für mich hat sich gerade ein weiterer kleiner Lebenstraum erfüllt. Ich habe dort oben einen kleinen Kolibri gesehen. Oh, Kolibris sind geil. Das sind die so ich schnell flattern. Ich weiß nicht genau, welcher Brrrr. Es war. Und der einzige Vogel der Welt, der rückwärts fliegen kann, soweit ich weiß. Beziehungsweise, wo er jetzt ist. Ich glaube, dort oben sitzt er irgendwo. Aber unglaublich schön. Kolibris liebe ich. Kolibri mal gesehen zu haben, ja. War für mich auch irgendwas, was ich unbedingt mal gemacht haben wollte. Und jetzt erlebe ich es einfach hier. Kolibris, geil. Am Strand, an meinem Shelter. Es ist so geil. Es ist unfassbar. Also, alle Sorgen, die ich hatte, sind spätestens jetzt vergessen. Genial. Sascha, bitte nicht wieder ein Durchfall-Update. Kein Durchfall-Update, Sascha. Ey, wie hoch war da heute schon? Hier sieht man's. Gut. Schon das Wasser. Ja, deine Gegenstände sind irgendwann weg, meine Bro. Gegenstände sind noch da. Ich wollte gerade sagen. Aber ich schaue jetzt gar nicht erst nach. Die waren da hinten. Also auf alle Fälle waren sie unter Wasser. Scheiße. So, oder erstmal darauf. Schon mal langsam irgendwas finden. Ich würde echt gern so eine Echse sehen. Eine Echse wäre geil. Oder eine krasse Spinne oder so. Es sind überall Löcher. Oh, die Musik ist wieder so bedrückend. Sieht aus wie eine Schlange da, oder? Ich bin doch wieder so schreckhaft heute. Weiß nicht, welche Tiere solche Löcher überall gräbt. Oh mein Gott, das kann man mir nicht erzählen. Wie kann das so krass zuwachsen? Oh mein Gott, das ist krass, das ist Jurassic Park einfach. Boah. Also da kommt man nicht rein. Da komme ich nicht weiter. Ich versuch's unten mal. Da vorne ist dann Schluss, da komme ich nie und nimmer durch. Und da drüben auch. Das ist viel zu dicht alles. Ich bin echt in diese Bucht gefangen. Ich komme da nirgends weg. So, also drüben komme ich nicht hoch. Komme auch nicht in Mangrovenwald rein, da ist überall Mangrovenwald. Ja, da bleibt nichts mehr über. Da vorne ist auch nichts. Also da vorne war ich schon. Wenn ich da nach vorne gehe, ist auch nur so wie da. Da wird nicht viel sein. Ah, schauen wir mal. Ich weiß nicht wieso.
Aber heute vergeht die Zeit viel, viel langsamer als gestern und vorgestern. Ja, interessant. Naja, ich habe heute schon viel gemacht eigentlich. Aber ja, trotzdem, ich versuche mich zu beschäftigen. Aber irgendwann muss man auch Energie sparen. Dann heißt es einfach mal runterkommen und positive Gedanken in den Kopf zu bringen. Was nicht so einfach ist. Für mich zumindest. Ich muss sagen, ich bin ein sehr sozialer Mensch. Krass, jetzt bei Sascha geht's auch los. Das fällt mir jetzt. Die ganze Zeit die Einsamkeit ist schon sehr wild. Oder kommt so ein bisschen die Tränchen, glaube ich, auch. Wie gern wäre ich jetzt zu Hause einfach bei Paulina. Boah, Schatz, ich vermisse dich so. Oh, das geht ins Herz direkt, sowas. Das fühle ich, muss ich sagen. Und einfach das gewohnte Umfeld, das Bett, Stich, Fliegengitter, boah. Die Fliegengitter, die wir vor kurzem montiert haben. Insektenschutz. Boah, was ist ja Gold wert. Das ist ja Gold wert an den Türen. Naja, ich versuche positiv zu denken. Ach man. Es kommt ja wieder. Sascha ist ein Macher, der zieht auch gut durch. Aber es dauert noch. Aber fühle ich den Part auf jeden Fall. Oh oh. Boah. Was denn? Boah, was war denn das? Was ist denn los? Sagst du mir, ich habe was gehört und sehe ich das Teil da. Okay, aus dem Augenwinkel, so aus der peripheren Sicht, sieht das schon krass aus wie ein Crocodile Man. Das einfach aussieht wie ein scheiß Krokodil. Oh. Ah, fuck off. Digga, Jumpscare. Was ist das da überhaupt? Das sieht aus wie ein Wespennest, ein verlassenes. Boah. Ah. Junge. Alles rauf. Ah. Oh, das ist sie. Schön, alles rauf da. Bald hat die Insel keine Pflanzen mehr. So. Die Schelte wird fast schon bald zur Luxusvilla, wenn es so weitergeht. Also wirklich Dachbau heute bei vielen. Ja, Wahnsinn. Bei vielen sehr gut. Man kann Eintritt verlangen. Und direkt Airbnb. Ah ja, muss sowieso jetzt. Ich finde die Schelte doch echt mega, oder Freunde? Also da richtig fett vom Boden weg. Dann da drüben nochmal so drauf. Dann, ja. Ich finde das mega, dass das alles hält. Feig. Hier natürlich die Gegengewichte da hinten für die langen Stangen. Oh. Not bad, also Action. Einiges an Arbeit. Halt sehr, sehr offen noch, aber. Ja, jetzt ist der dritte Tag. Jetzt ist mal halbwegs fertig. Aber es ist ja bekanntlich nie fertig. Bin schon gespannt auf die Challenge morgen, die kommen wird, und auf die Nacht. Ich hoffe, dass ich durchpennen kann. Einfach durchpennen. Ich habe schon mir ausgerechnet, da müsste Norden sein, ausgerechnet, ist gut gesagt. Da geht einfach die Sonne auf. Also im Osten, jetzt geht sie da hinten unter, was schade ist. Ich sehe also nie einen Sonnenuntergang. Aber zumindest einen Sonnenaufgang. Was vielleicht wahrscheinlich eh nicht so gut wäre, weil dann würde ich nur sehr zu emotional werden, was ich ja jetzt schon bin. Dieses isolierte, ausgesetzte Feeling. Tatsächlich Tag 3 bei allen so ein kleiner Knacks. Ja, nicht schön. Ein kleiner Knacki. Familie und Freunde und Freundinnen ist scheiße. Ah ja. Schon langsam werde ich zu Bett gehen. Habe jetzt auch ein bisschen hier angenehm chillen. Ich habe auf Sabrina gewartet, ne? Letzte Folge war aber ja auch nicht super gut. Ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, eine kleine Pause zu machen, weil ich gerade echt ganz schön kaputt war nach dem Bauen von dem restlichen Shelter. Das sieht aber so gemütlich bei ihr auch aus, ne? Also ihr Shelter auch richtig strong geworden. Ich muss sagen, dass mich die Challenges irgendwie so ein bisschen stressen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise frustrieren, weil ich glaube, man muss die am besten direkt morgens machen, wenn man noch Energie hat. Safe. Also anfangen damit zumindest. Die letzten Tage habe ich damit verbracht, eben mein Shelter zu bauen, dass ich irgendwie ja sicher durch die Nacht komme. Und jetzt gerade bin ich das erste Mal an einem Punkt, wo ich sage, okay, mit dem Shelter kann ich leben. Ich habe da jetzt schon 2 Nächte drin geschlafen. Ist zwar hart, aber letzte Nacht habe ich sogar geschlafen. Das heißt, ich wäre damit jetzt erstmal soweit happy, aber ich merke halt, dass ich dadurch halt kaum Energie habe. Also wenn ich mir denke, ich muss jetzt nochmal losziehen, tief in den Dschungel rein. Ist halt sehr, sehr demotivierend auch dann. Das fühle ich schon.
da graut es mir ehrlich gesagt vor. Und dadurch frustriert mich das irgendwie so ein bisschen, aber andererseits will ich mich damit auch nicht stressen oder mir damit jetzt schlechte Laune machen. Ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich doch mich noch mal der Challenge widme. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt dagegen entschieden, weil es ist, glaube ich, schon relativ spät. Also es dürfte nicht mehr lange dauern, dass die Dämmerung eintrifft. Und ich bin einfach so kaputt von dem Tag, von dem Regen, diese Kälte, diese Wenn man gesehen hat, wie sie letzte Folge da gezittert hat und fast gewimmert hat, weil es nicht mehr ging von der Kälte her, dann kann man, man kann das so nachvollziehen. Ich hätte auch nichts mehr gemacht. Es hat mich einfach komplett geschlaucht und ich bin jetzt gerade in diesen klammen Klamotten, damit ich nicht zerstochen werde und friere trotzdem noch, weil es ist halt alles noch teilweise nass und alles noch nicht richtig trocken und meine Füße sind nass und es juckt mich am ganzen Körper, ich zitter. Da macht es einfach, glaube ich, jetzt keinen Sinn, loszuziehen. Nee. Ich würde auch ausruhen, schlafen. Ich muss wirklich sagen, dass mich das ein bisschen frustriert, aber es geht einfach nicht. Und ich glaube, ich muss da jetzt halt einfach irgendwie so ein bisschen Vernunft walten lassen, weil ich auch nicht genau weiß, was ist, wenn es dann gleich dunkel wird. Und oh nee, geht nicht mehr. Ich habe noch eine andere Sache, die mich gerade noch ein bisschen stresst. Und zwar... Moment. Und zwar neigt sich so lange... Okay, ich dachte, es wird eine neue Verletzung ausgepackt. Ist ja mein Wasser dem Ende. Das ist das, was ich noch von der Nacht hatte. Und nach dem Regen? Und was ich heute den ganzen Tag über getrunken habe. Nach dem Regen ist das ganze Wasser, die ganzen Wasserquellen verdreckt. Die ganzen Süßwasserquellen sind alle verdreckt durch den Regen. Und? Alles voll mit Matsch. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Oh, das ist sehr wenig. Es hat sich tatsächlich ein bisschen Regenwasser im Topf angesammelt. Das werde ich jetzt noch mal kurz umfüllen. Das war smart, ja. Irgendwie. Weil ehrlich gesagt, das Flusswasser. Das wird so verdreckt sein. Total Leute, das sieht richtig gut aus noch. Krass. Überall anders ist das diese Süßwasserquellen. Bei Fritz haben wir es gesehen, bei Sascha haben wir es gesehen. Alles dreckig geworden. Pekig aus. Das sieht gut aus. Also, ich glaube, im Notfall würde ich es. Oh, es ist so kalt heute. Wer hätte das gedacht im Dschungel, wo normalerweise irgendwie Hitze ist und wo du mit der Hitze nicht klarkommst, bin ich die ganze Zeit am Frieren. Oh. Wir kommen auch noch zu Otto. Wir haben Otto noch gar nicht gesehen. Es kommt noch Otto. Bei Otto, der Otto ist in das Mangrovengebiet gegangen letzte Folge. Stimmt. Ey, wir haben so geile Spots wieder. Oh, es macht so Bock einfach. Haben so geile Storylines. Achso, ganz im Notfall, bevor ich gar kein Wasser habe, würde ich das auch trinken. Ja, rein damit zu Not. So schlimm ist das nicht. Das ist ja grundsätzlich. Dachte sich Sascha auch. Dachte halt Sascha sich auch. Dreck, aber und jetzt grün-gelb. Ich trinke das den ganzen Tag. Mir geht's super. Ja. Aber ich warte jetzt einfach noch mal ein bisschen ab, bis der Durst wirklich so groß ist oder spätestens bis heute Nacht, also bis heute Abend. Und dann, ich kann auch nicht mehr reden. Dann hole ich mir Wasser heute Abend, damit ich im Notfall für die Nacht was habe. So. Kann man Schweiß trinken? Ich habe mich jetzt in mein Shelter verkrochen. Ich fühle mich die erste Nacht so richtig sicher hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell von da das oben so gut aus. Ein bisschen durchtropfen könnte, wenn das der Fall egal. Ist. Egal. Mund auf, trinken ein bisschen. Da muss geiles ich Shelter. Nochmal richtig stabil. Nacharbeiten morgen. Und ganz Urlaub. Im Notfall wieder die Regenjacke drauflegen. Wobei, dann kriege ich wieder die Moskitos ab. Muss ich mal sehen, falls es jetzt nochmal regnet. Bis jetzt sieht der Horizont sehr schön aus. Es sieht nicht so aus, als wenn es regnet. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich merke hier überhaupt nichts vom Wind. Es ist so eine angenehme Wärme hier drin. Das ist gut. Aufwärmen. Heizung. Ich habe mir jetzt hier so ein kleines Regal gebaut, beziehungsweise so eine kleine Ablagefläche, wo ich meinen ganzen Kram verstauen kann. Meine Schuhe sind immer noch klitschnass. Die stehen da. Sind im Notfall auch vor Regen geschützt. Junge, ich dachte gerade, dass das hier so diese Ultraspinne ist. Oh mein Gott, ich habe kurz Panik wieder gehabt. Ansonsten mein Feuerstahl, damit ich ihn nicht verliere, der hängt immer noch hier. Ein Feuer, darauf kann ich heute verzichten, das wird nichts. Ja, und noch so ein paar Sachen, die jetzt hier noch trocken müssen. Die liegen hier noch. Genau, und damit werde ich mich jetzt verabschieden für heute.
Ich freue mich total, dass jetzt wieder ein Tag geschafft ist und freue mich auf morgen. Bin gespannt, was der morgige Tag so bringt, was für eine Challenge auf mich wartet. Ja, und hoffe, dass die Nacht jetzt gut wird und ich hoffentlich viel schlafen kann. Muah, gute Nacht. Gute Nacht. Schön einmummeln. Otto, jetzt Otto. Otto, erstmal Applaus. So, gehen wir auf der Suche nach den Tieren. Oh, Otto, Nummer, Junge. X. Oh, Otto, ja, smart, Junge. Der buddelt auch mal ein paar Steine um. Der guckt auch mal. Was haben wir denn da? So, ich hoffe, ihr seht sie. Das ist auch wieder dieselbe, die der Joris da gefunden hat immer. Was? Ach, da ist eine Spinne. Etwas. Da. Damit ist die Spinne im Kasten und ich weiß, dass sie auch im Mangroven lebt. Sehr gut, ja, Otto. Profi-Fotograf. Oh! Weg. Aber du hast ein Bild gemacht, oder? So, kleines... Wir spielen wieder unser Spiel. Ist Otto nackt? Ja, nein, vielleicht? Ich sag nein. Nein. Otto hat eine Hose an. Abendfazit an Tag 3. Mir geht's richtig gut. Der hat eine Hose an, der Mann. Der Tag war so... Fand ich der persönlich der Beste. Ich kenne ihn doch. Weil es hat nicht die Sonne geknallt, es war am Regnen, es war kühl, also genau mein Wetter, bloß nicht so heiß. Aber auch da krass. Man kommt gefühlt so lang. Wetter, bloß nicht so heiß. Da ist ein Wal, Junge! Siehst du das? Hä? Junge, wie... Ich wollte gerade pausieren und sagen, wie krass es ist, dass alle komplett kaputt gehen, alle abbrechen wollen gefühlt, alle sich beschweren und kacke. Joris hoch und runter, meinetwegen. Und Otto gerade sagt, bester Tag heute. Und da wollte ich gerade pausieren, gehe schon näher ran und sehe da hinten irgendwie so eine Flutwelle. Da ist ein Wal hinten bei Joris, bei Otto. Da ist ein Wal, Junge. Es hat nicht die Sonne geknallt, es war am Regnen, es war kühl, also genau mein Wetter, bloß nicht so heiß. Da ist ein Wal hochgegangen. Also, ich find's gerade voll beeindruckend, weil der ist wirklich so hochgejumpt. Und Otto hat's gefilmt und er sieht's logischerweise nicht. LOL. Und man kommt gefühlt so langsam an. Also krass, einfach so ein Wall. Weiß, guck mal, jetzt guckt er wieder hin und jetzt ist alles wieder weg. Einfach ein Wall. So, so ist das jetzt, wenn es einfach so ein kleiner Wall. Gerade die Flut am Weggehen ist. Ich weiß, da hinten ist mein Lager. Ich weiß, da hinten kommt irgendwann der Fluss, wo ich Frischwasser tanken kann. Einfach ein Wall gesehen, Junge, geil. Ich und hier läuft dieser Mangrovenfluss lang, rein in den Mangroven. Auf der anderen Seite war ich auch schon gewesen, wo richtig Ebbe war. Ja, ich weiß, wo ich meinen Müll finden muss, also es ist easy. Es ist wirklich gut, ich fühle mich gut, ich habe heute genau krass, gar nichts Otto gegessen, geht's sondern richtig nur was getrunken. Gut. Ihm geht's einfach perfekt. Gestern Kokosnuss, aber mir ist auch gar nicht nach Essen. Ich habe im Bach in Mangroven viele Fische gesehen, es wäre easy, da Fische zu fangen. Mhm. Ich bin jetzt gerade am Hader mit mir und sage, Otto, was machst du denn jetzt? Bambus ist auch hier, Bambusreibe könnte man machen. Oder Glasflasche habe ich auch schon eine gefunden, wenn Feuer an, um Feuer anzumachen. Ich könnte mir Fisch zubereiten. Aber das fühle ich gerade gar nicht. Ey, Otto, du wirkst so ausgeglichen. Ist halt einfach nichts genießt. Der Mann hat echt mal ein bisschen Urlaub gebraucht, einfach, glaube ich auch. Der enjoyt das gerade hier. Der ist ein bisschen Bali-Urlaub. Das hier, lass die Tiere hier leben und ja? Schau dir an, welche Tiere du siehst. Da hat man ihn gerade nochmal gesehen, den Walganzen, glaube ich. Vielleicht wandelt sich das nochmal die nächsten Tage, falls der Hunger kommen sollte. Aber so jetzt tatsächlich spüre ich das nicht. Ja. Feuer auch nicht, weil mir einfach ununterbrochen warm ist. Selbst jetzt, wo alle anderen wahrscheinlich sofort noch dicke Klamotten an hätten. Alle anderen sind so ausgekühlt. Außer natürlich Hose und Unterhose. Allen ist so kalt. Allen ist richtig kalt, Otto nicht. Ich fühle mich gut. Morgen schon Tag 4. Krass, freut mich für ihn. Und weiter geht die wilde Fahrt. Freut mich aber sehr. So, mein Bettchen. Nachdem ich erste Nacht nur auf den Holzplanken geschlafen habe, vom Bambus. Mhm. Zweite Nacht wurde es Styropor. Dann ist Otto hat eine Hose an, übrigens auch. Schade. Das ist jetzt das hier wird zur Nacht. We will see. Sehen wir mal, wie viele von den Badelatschen da rumfliegen. Ja, das wird heute Nacht meine Unterlage zum Draufschlafen. Ich werde berichten, wie das war. Aber schon irre, wie viele Badelatschen hier rumfliegen. Fritz. Der Mann wird mit jedem Take älter. Der Mann ist schon wieder 3 Jahre gealtert. Der hat doch schon, ey, der wird langsam zu Knossi hier. Das wird eine Transformation von Fritz zu Knossi. Freunde, aus dem Nichts grummelt der Magen. Oh. Ich hoffe, dass es nach 3 Tagen jetzt
das normale Geschäft ist und nicht irgendeine flüssige Variante, die ihr gerade... Wir sehen jetzt hier auch nochmal ein bisschen Kacki. Das ist die Kacki-Folge. Zum Vorschein kommen. Okay. Ich habe mir ein bisschen Wasser mitgenommen. Da, also wirklich, das sieht wirklich widerlich aus, das Wasser von Fritz. Spülen. Hm. Und dann hau ich mich jetzt einfach hier irgendwie hin. Und dann gucken wir mal. Kleines Update. Ja. Es ist alles im festen Bereich. Krass. Okay. Hey, schön. Freut mich. Gut. Ich hoffe, auch normale Farbe. Also schon kurz ein bisschen Schreck. Hm. Ja. Läuft. Super. Gut. Okay. Das ist mein Ausblick. Herrlich. Schön. So, ich bin gerade mal hier ein bisschen am Erkunden. So langsam geht's Wasser wieder weg. Der Bereich hier ist schon frei. Dort drüben muss ich leider noch warten. Aber schaut mal, was ich hier gefunden habe. Oh, what's this? What is this, man? Ein Kugelfisch. Oh, a Kugelfisch. Ja, ey, wird er davon ein Bild machen jetzt oder nicht? Es stand ja nicht da, ob tot oder lebendig. Same. Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte so abused. Ich hätte alles so abused. Nicht. Von daher mache ich jetzt ein Foto. Ja. Dann haben wir safe auf jeden Fall einen Fisch gefunden. Ja, nice. Für unsere Naturfotografen-Challenge. Bin hier nochmal an dem Punkt, wo mein Packsack lag. Ja. Und wollte mir so ein bisschen das Wasser angucken, um die Felsen drumherum. Aber keine Chance, hier irgendwie schnorcheln zu gehen. Das Wasser ist komplett brackig, man sieht überhaupt nichts. Da verreckst du, Bro. Strömung knallt hier rein. Ja. Also, kannst das vergessen. Kann ich vergessen. Auch da drüben ist es ultra wild. Und alles ist so braun-matschig, sodass man eh nichts sieht. Von daher hat sich das mit dem Storcheln für mich auf jeden Fall erledigt. Ich hoffe, die anderen haben ein bisschen bessere Verhältnisse. Aber keine Chance hier. Ich war heute Vormittag klitschnass vom Regen, jetzt bin ich schon wieder nass vom Schweiß. Ich habe jetzt die letzten beiden Teile. Er trinkt echt dieses Modderwasser, ne? Oh. Das Wasser von Sabrina eben in der Flasche sah so klar aus und das ist echt modderig. Geholt. Daraus kriege ich nochmal 4 Dachschindeln. Boah. Und dann ist das Ding, glaube ich, echt gut. Ich werde es nachher nochmal im Detail filmen und bin gespannt, wie sie es in der Praxis macht, wenn der erste Regen. Manche, man sollte ab und zu mal so einen Löffel Sand essen. Damit man für sowas vorgebeugt hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Kommt. Durch den ganzen Regen ist auch das... Durch Regen werden Teile des Erdbodens abgespült und rinnen hinunter. Die Folge können Verunreinigung und sonst schwebstofffrei im Süßwasser sein. Ja, man sieht's. Das ist nicht mehr geil. Wasser ein bisschen... Modderig. Naja, erdiger, sagen wir mal so. Ja. Aber bisher vertrage ich's. Boah, das sieht gar nicht gut aus, Mann. Das hat so die Farbe von so ISO-Getränken irgendwie so. Immer wieder bewundernswert, wie schnell Fritz ist auf einmal, seht ihr? Der bewegt sich echt schnell. Geil. Die Sonne Schönes geht Dach. Fast wieder unter, zumindest sieht so aus. Sie war ja heute nicht einmal richtig draußen. Ah, ich habe die letzten Stunden jetzt hier wirklich nochmal... Richtig krass, Junge. ...alles komplett dicht gemacht, bis hier krank. Oben ran. Ich denke, das sollte reichen. Wenn es hier ein bisschen die Wand runterregnet und runterläuft, stört mich das ja nicht. Weil ich bin ja hier so frei hängend. Es sieht auf jeden Fall richtig. Sieht super strong aus. Kann mir keiner was erzählen. Hier, ne? Was ist da los? Ab und an, so wie hier, hat man nochmal so ein kleines Löchlein. Aber ja, testen wir es einfach mal aus. Wie das Ganze wirkt, wenn es regnet. Oh, ich bin richtig am Arsch. Einfach den ganzen Tag an diesem Dach gebuckelt. Na gut, und wir hatten noch das Gewitter. Ja, hier sieht es so aus. Und ich werde jetzt mal eine Aufnahme machen mit einem langen Stock und die GoPro festmachen, wie das von oben aussieht. Boah, Fritz auch wieder der Contentmacher hier. Ja, sieht super aus. Top. Knossi. Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich merke, dass es anfängt, jetzt anders zu werden als die ersten beiden Tage. Mhm.
Tag 3 bei allen Bruch, außer bei Otto. Otto, Urlaub. Hart, ist echt hart. Das ist kein Campingausflug. Das ist kein Campingausflug. Guck mal, wo ich hier bin, einfach. Ich sehe hier niemanden. Dritter Tag. Ich sag immer, hey Krabbies, zu den Krabben. Ja, aber das ist wichtig, Krabbies, dass Knossi so redet Greenie mit den Sachen. Hab ich jetzt noch. Ich rede mit denen und ich rede mit euch. Ja, das ist super wichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Ich rufe auch nach den Vögeln. Die Kameras laufen ja hier. Der Tag hat 24 Stunden, die Kameras läuft ja nur ab und zu. Aber ey, der Rest des Tages passieren ja auch Dinge. Da denke ich auch nicht mal, ich denke da auch gar nicht, oh, muss da jetzt eine Kamera dabei sein. Ist echt schlimm eigentlich, ne? Hm. Dann fliege ich aufs Maul, dann war auch keine Kamera dabei. Das ist halt, ach, Mann. Wenn du das selber filmst und dokumentierst, ist halt keine Garantie, ne? Ja, ja, safe. Wie wenn jetzt zum Beispiel irgendein Kameramann dabei ist. Ich rufe auch die Vögel und sowas. Irgendwie komm, süß. Süß, wie er es erzählt. Komm! Die kommen nicht. Ich habe einen Tukan fliegen sehen. Die so schnell kann ich hier kein Foto machen für die Challenge. Ja. Das kannst du ja vergessen. Auch aber süß, Mann. Ich muss jetzt ins Wasser. Ich schwitze wie ein Schwein. Kurz ausruhen. Und dann geht die Sonne schon bald unter. Ich denke dann an Sascha, wie immer. Ich denke abends immer an Sascha. Ich hoffe auch an mich. Sascha, irgendwie ein bisschen nachlässig mit an Knossi denken geworden. Weil er hat das auch schon vergessen, dass wir uns abends zurufen. Aber Sascha hat ich auch... Ich weiß nicht, ob er es schon vergessen Sascha hat. Sascha hat andere ich grün-gelbe Probleme. Ich glaube, es ist immer sentimental, aber ich denke an meine Freundin jetzt oft, an meine Frau. Ich denke jetzt, warum kann nicht schon Tag 5 sein? Es ist Tag 3. Ab ins Wasser. Planschen. Einmal so abspülen ist auch gut. Fühlt sich, glaube ich, richtig gut an. Sag ich, wie es ist. So, meine Lieben, ich bin gerade dran, weil mir die lange Unterhose und die Nässe auf den Sack geht, baue ich mir einfach. Knossi hat sich so einen Lendenschutz gebaut, Digga. Das stimmt, das war auf dem Thumbnail, hatte Knossi irgendwie sowas. Er hat sich einen Lendenschutz gebaut, Digga. Aber das fühle ich. Das ist auch wieder Knossi, Junge. Smart. Ich habe diese Schnur hier im Müll gefunden und werde mir sämtliche Palmenwedel voll reinballern. Von vorne bis geil. Hinten. Dann habe ich was das tags übertragen kann und mich einfach ein bisschen wohler fühle. Krass, ich fühle das. Auch wieder eine Aufgabe, auch wichtig. Angenehm. Eine Aufgabe wieder, irgendwas machen, was basteln, was bauen. Okay, aber das dauert. Das wird Tage dauern, glaube ich, bis ich das richtig so nach meinen Bedürfnissen geformt habe. Ne? Aber top schon. So, meine Lieben. Alles verdreckt hier oben. Alles matschig. Aber ich habe eine neue Unterwäsche. Und die tut richtig gut. Ich glaube auch, weil das die so luftig ist. Richtig gut. Weil die andere, jetzt in eine Nasse rein, ich könnte nur noch kotzen. Die Sachen werden alle nie wieder trocken. Es sei denn, ich krieg's morgen irgendwie hin, mal ein Feuer hier zu machen oder so. Ja. Aber ich bezweifle es ehrlich. Es wird schwer. Weil ich auch nicht genau weiß, welches Holz und alles irgendwie. So, wenn, dann sind das so Riesendinger und ich habe halt nichts zum Kleinmachen. Die Mücken sind da, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, das müsste man Joris zeigen, ne? Wenn man das Joris zeigt, Joris, der wäre wieder ganz unten, wenn er das sieht. Wie einfach Knossi Feuer macht, zum dritten Mal. Zum dritten Mal Knossi macht Feuer, so, bam, easy. Wenn man das Joris zeigt, der Mann würde austicken. Der würde austicken. Sascha, denkst du an mich? Ich vergesse dich nicht, Sascha. Oh Mann, es tut mir leid für Knossi. Weil Sascha hat andere, aber Sascha hat andere Probleme. Der hat ganz andere Probleme, der Mann. Sascha! Ich bin noch da! Das war ein schöner Moment. Er ist irgendwie. Auch noch da. Ich bin irgendwie sicher, alle sind noch da. Ah. Knossi sorgt immer für so richtig schöne, nachdenkliche Momente irgendwie. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, nachts bei Joris. Crocodile Dundee. Give me the update, okay. Man. Mission Shelterbau ist jetzt, glaube ich, hoffentlich
endgültig beendet. Okay. Denn ich habe noch einige Verbesserungen vorgenommen, die wahrscheinlich meinen gesamten Komfort deutlich erhöhen werden. Zum einen habe ich... ich setze gerade kurz die Stirnlampe auf. Ja, ich warte kurz. Zum einen habe ich an die Grundpfeiler meines Shelters, da sieht man es, die die ganze Zeit ins Wasser geragt haben, habe ich jetzt tatsächlich Steine gelegt. Steine, das ist smart. Diese Steine müssen es theoretisch verhindern, dass ich Pfeiler verliere, beziehungsweise sie weiter weggeschwemmt werde. Der Pfeiler hat mir ja die ganze Zeit extrem viel Kopfschmerzen bereitet und wurde öfter weggeschwemmt. Deswegen habe ich ihn gekürzt, sodass er einen steileren Winkel nach unten hat. Jetzt liegen noch Steine drumherum. Das heißt, wenn eine Welle kommt, dann dürfte die diesen Pfeiler theoretisch nur noch weiter reindrücken, sonst dürfte da nichts mehr passieren. Genau. Darüber hinaus habe ich das Palmdach, genau. Das Palmdach habe ich jetzt noch abgedichtet, weiter. Das ist jetzt komplett dicht, also dichter wird es tatsächlich nicht. Und draufgelegt habe ich noch einen Bambusast. Warum? Naja, besonders auf der Seite könnte es theoretisch stürmen. Wenn es stürmt, dann hält dieser Ast die Blätter davon ab, runterzurutschen. Das finde ich nice. Besonders hier, in diesem Bereich, da liegt mein Kopf drunter. Und da hat jetzt der Bambusast einiges an Gewicht auf den Blättern, sodass sie in Position bleiben und mich trocken halten, hoffe ich doch. Oh mein Gott, wie geil. Wir haben so einen kleinen Echsen-Typen, Digga. Einen kleinen Echsenmenschen. Mark Zuckerberg, Digga. Geil. Oh, das ist geil, Junge. Nice, nice, nice. Kleine Ameise auch noch. So, kurz Unterbrechung. Hallo. Ey, also wirklich alle haben am Anfang da so eine riesige Heuschrecke oder was das ist. Alle haben in den ersten Stunden die Fotos gemacht. Joris in der Nacht findet alles. Oh, guten Tag. Krass. Uiuiui. So, für mich war es das heute. Krass, er hat alles gefunden. Ja, hatte heute eigentlich einen ziemlich erfolgreichen Tag tatsächlich, auch wenn es mit Feuer wieder nicht geklappt hat. Aber er hat viele Bilder gemacht. War schön, ich habe viele coole Sachen gesehen, war wirklich spannend, es war ein Up and Down, aber seit heute Nachmittag, seit heute Abend ist es eigentlich ein konstantes Up. Also gut. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Ich hoffe, morgen wird es genauso schön und die nächsten Tage danach auch. Ja, ich bin happy, dass ich jetzt schon 3 Tage hinter mir habe und freue mich auf die nächsten 4. Es ist gerade mitten in der Nacht. Oh shit. Ich kann absolut nicht richtig schlafen. Okay. Das Wasser ist wieder unter meinem Shelter. Einfach nicht schön. Ich habe Rückenschmerzen, meine Füße sind komplett zerstochen, meine Wunden überall tun weh. Hm. Mies. Ja. Also eine angenehme Nacht ist es aktuell wirklich nicht. Aber es ist noch aushaltbar. Okay. Ich muss gucken, dass ich irgendwie zum Schlafen komme. Ich muss gucken, dass ich meine Schuhe jetzt noch in Sicherheit bringe, weil sonst sind die auch weg gleich. Die Wellen sind heute echt stärker als sonst. Oh nein, Knossi. Jetzt habe ich aber Alarmstufe. Oh nein. 3 Tage kein Stuhlgang und ich dachte wirklich... Oh nein. Bei ihm ist ähnlich wie bei Sascha, glaube ich. Gelb, grün. Ich bin so krass, dass ich Stuhlgang einfach abgeschaltet habe. Nee, ist nicht. Bei mir jagt's jetzt rein. Mitten in der Nacht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ah, okay, okay, er hat noch nicht. Er muss noch. Ich merke auch richtig das Ziepen. Oh nein. Vielleicht von den Kokosnüssen? Ich weiß auch nicht, was ich jetzt nehme. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Boah, kacke, das glaube ich. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Wir kennen das alle, wenn es schon gedrückt. Hm. Der Stift malt schon. Nee. Der Stift malt schon. Was soll man sagen? Weiß ich auch nicht. Zu dreckig. Ja. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Macht man sich auch nicht, wenn man nicht damit rechnet. Kacke. Ab zum Meer und rein da, oder was? Wo befinden wir uns? Am Strand sind wir. Kurz eine Seegurke reinlegen. So, ihr seid live dabei. Oh, ey, okay. Wir sind live dabei. Also, wer das zensieren musste, Gehaltserhöhung. Ist nicht dünn. Oh, gut, gut. Ist nicht dünn. Gut. Ist gut. Oh, das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal wichtig. Das kann Sascha nicht behaupten, der Arme. Ich hab einfach in den Bach geschissen. Sehr hart. Das sind Statements.
sehr hart. Ja, wenig Flüssigkeit, sehr hart. Ja, ja. Das ist gut. Ja. Wird sauber machen. Macher, Macher, krass. Das mache ich alleine. Macher. Wir sind stolz. Fühlt sich gut an, glaube ich. Es fängt schon wieder an zu regnen. Sonnenaufgang noch nicht in Sicht. Auch heute wieder nicht gut geschlafen. Kurze Momente, aber eigentlich nur geruht, weil man nicht einschlafen konnte. Der Vollmond und vor allem habe ich gefroren. Krass. Mein Unterleib hat sehr gefroren einfach. Belastend. Kälte. Kälte ist echt mies. Kälte, Regen, Viecher. Und zum Abschluss des Tages, das Bett, dieser Traum. Jeder Handgriff war geil. Ey, was komplett. Das freut mich so für Sascha. Absolut legendär. Das freut mich so viel. Also Junge. Wirklich. Also ich glaube, wir echt ein Tischler. Also ein Traumbett. Das ist 101. Richtig gemütlich. Geil. Ja. Das braucht der Mann jetzt auch. Das habe ich in meinem Hut die ganze Zeit so auf. Ich habe nur 3% verstanden von seinem Deutsch, aber ich stimme ihm zu. Und direkt im Hals. Gute Nacht. Boah, es ist gerade mitten in der Nacht. Oh. Das Wasser kommt fast bis zu meinem Schild. Es ist krass, ne? Nach diesem krassen Regen, die Flut kommt so nah bei allen. Hier vom Meer. Scheiße. Bist du deppert, ey. Ja, bist du deppert. Boah. Ich denke mir so, was ist da so laut? Und es ist schon das Wasser, das fast hier ist. Oh, scheiße. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass Vollmond ist. Oder fast Vollmond, keine Ahnung, ob es dann höher ist. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit solchen Sachen. Scheiße. Ey, das darf nicht mehr höher kommen, sonst ist alles bei mir nass. Nova, oh nein! Nova, bitte nicht! Scheiße, ich kann das gerade nicht wirklich sehen. Aber nass bei ihr, ne? Die Wellen sind so hoch, dass mir mein komplettes Shelter. Kacke. Durch die Wellen halt zusammengekracht ist. Oh nein, bei Nova auch noch. Der es wirklich mental am schlechtesten ging. Also wirklich. Ihr ganzes, also sie hatte jetzt kein krasses Shelter. Das waren 3 Stöcke so aneinander irgendwie. Das war eh schon nicht so super. Aber das tut mir bei ihr am meisten leid jetzt, muss ich sagen. Ja, also es ist gerade richtige Kacke. Der ganze Strand ist überschwemmt. Also, wenn man jetzt, ihr seht es zwar nicht so wirklich, aber... Ja, doch, man sieht es schon ein bisschen. Ich bin am Ende des Strandes und hier, mein Shelter ist, wie gesagt, eben zusammengebrochen. Zum Glück nicht über mir, sondern an der Seite. Also zum Glück habe ich heute ja ein bisschen weiter hinten geschlafen, weil ich schon gesehen habe, dass die Wellen ein bisschen höher werden. Ich glaube, das liegt am Ungewitter und daran, dass es Vollmond ist, bin mir nicht 100% sicher. Ich werde jetzt wach bleiben. Es müsste ungefähr 3 oder 4 Uhr sein. Und ich werde jetzt wach bleiben, bis die Ebbe kommt. Weil dann kann ich pennen. Boah, das stelle ich mir wirklich so hart vor, ne? Kacke, Mann. Okay, Otto haben wir jetzt. So, wir haben wieder irgendwie, weiß ich, mitten in der Nacht, Mond steht am Himmel. Und ich wache einfach nur von Schmerzen auf. Oh nein! Schmerz im Gesäß, vor die Beine runterziehen, wo ich jedes Mal denke, Otto, überhaupt nicht gut. Was ist das? Kacke. Das sind sie nachts, graut es mir tatsächlich von nachts. Auf jeden Tag freue ich mich, aber nachts ist weder Erholung noch irgendwie... Krass, einfach nur ein Kampf so. Gut, weil ich jede Nacht zigmal wach werde. Ich glaube, in der letzten Nacht 11, 12 Mal, also gefühlt immer nur 1-2 Stunden Rhythmus pennen und das ist natürlich alles andere als cool. Digga. Naja, dafür haben wir einen schönen Mond. Ah, man sieht ihn nicht, aber ist bestimmt schön. Und die Flut kommt wieder. Das Pennen eh nicht drin. Krass, die Nacht ist echt kacke bei allen. Ich zu schlafen. Kriegen wir die Bilderauflösung noch? Also nee. Es kann sein, dass heute die Nacht der Nächte ist, wann ich mein Lager abbrechen muss. Oh shit! Es kommt ja ganz bis zu ihm diesmal. Der Mann schwimmt weg, wenn er nicht aufpasst. Da ist meine Matte, meine Platte, die kennt er vom Draufsehen. Der wird schon komplett verschoben. Oh oh. Tja, was soll ich sagen, ne? Irgendwann war es soweit, ne? Mir war ja klar, dass hier die Ebbe, die Flut so steigt. Aber das ist schon krass, okay. Vielleicht sollte ich mal eine Sache zusammenpacken. Ich bin gespannt, wie es bei Fritz aussieht. Gehen wir nochmal zu Fritz gleich. Ich könnte es mir vorstellen. Heute dürft es auch hinhauen. Mal schauen, ob wir morgen überhaupt noch hier liegen können. Okay, ja, okay. Er wird's merken, wenn er nass wird in der Nacht, spätestens.
Wir gehen nochmal zu Fritz. Und ich glaube, Fritz wird auch Probleme haben. Ja. Leute, da vorne auf dem Ozean ist schon wieder ein Gewitter. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gar keine Landfläche mehr. Ich bin einfach on the water. Guck aber so an. Gut, dass sein Bett so hoch ist, ne? Scheiße. Der ist gerade gesehen. Es kommt echt an den Stein auch hoch, ja. Jetzt, ja. Ja. Holy shit. Das geht hier überall komplett bis an diese Erdsteilwand, Felswand hinter mir ran. Dein kompletter Strandabschnitt, an dem ich ausgesetzt worden bin, komm, es ist alles unter Wasser. Fuck, dude. Ich könnte da nicht schlafen, Mann. Ich hätte Angst, dass ich weggespült werde, ich weiß nicht. Jetzt werde ich von unten nass. Ich habe gestern den ganzen Tag dran gearbeitet, dass ich ein geiles Dach habe. Und jetzt kommt es von der anderen Seite einfach. Und jetzt wird er von der anderen Seite nass. Und ich habe eigentlich am meisten Angst, dass mir die Pfeiler wegspült. Ja, und du runterfällst. Und dann bricht alles komplett zusammen. Dann bin ich am Arsch. Und wir haben noch 4 Nächte vor uns. Ich hatte es hier mehrfach komplett unterspült unter meinem ganzen Bett. Krass, das geht echt so hoch. Das hat sich nicht erwartet. Ich schwebe hier wirklich einfach nur 10 cm drüber. Wenn das hier hinten ranklatscht, bin ich von unten komplett nass. Ja. Und alles, was hier irgendwie unten drunter lag, ist weg. Ich habe noch meine Ausrüstung überall aufgehangen, da oben festgemacht. Safe, ja. Ne, echt ein super geiler Spot. Ey, ich bin sauer. Wir haben die Bilderauflösung nicht. Ich bin einfach sauer. Wir haben die Bilderauflösung nicht. Darauf habe ich mich noch am meisten gefreut. Ich habe mich nur auf die Bilderauflösung gefreut. Ach man, aber ich sag's, es ist eine der besten Seven Wars Wild Folgen bis jetzt. Eine der besten Folgen bis jetzt, die wir hatten in der Staffel, ganz ehrlich. Es ist so viel passiert, die Leute sind so am struggeln. Es ist insane, was da passiert, Junge. Es ist insane. Ich sag, nächste Folge könnte wirklich Ende sein. Eventuell natürlich für Nova. Aber auch, ey, Knossi hat es so mal angesprochen, Shelter-Situation bei allen Kacke. Bei allen Kacke, bei allen wirklich Kacke. Ey, Sabrina ist am struggeln, Joris ist am struggeln, Sascha ist am struggeln, alle sind am struggeln. Es freut mich zumindest, dass Knossi festen Schulgang hatte, dass er nicht auch noch das Problem hat. Ich bin sehr gespannt, die nächste Folge, wenn die rauskommt, wie die Leute aufwachen, weil das wird sehr interessant sein. Teilweise, die Shelter müssen umgebaut werden, müssen woanders hin platziert werden. Ich hoffe wirklich, wir kriegen die Fotoauflösung. Ich warte drauf. Ich freue mich auf die Bilder. Und ja, das war eine super coole Folge. Für mich eine der besten Folgen bis jetzt. Wie gesagt, sorry, ich habe jetzt nicht so viel Zeit noch. Ich muss schnell los, Freunde. Aber es war eine unfassbar schöne Folge. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag heute. Bleibt alle so fresh und gut aussehen, bitte. Wie immer. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin.